Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video mit wundervollen Hortensien. Ich verstecke mich auch dahinter, hinter dieser Schönheit. Es ist einfach eine Pracht. Blumenladen ergattert, einmal dieses dunkle und einmal dieses helle. Und das möchte ich gern kombinieren. Und damit es mit dem dunklen nicht ganz so trist wird, drum habe ich gedacht, kombiniere ich die zwei Farben einfach zusammen und sehe dann am Ende eigentlich erst, was ich lieber mag, eine Dekoration mit Kerze oder individuell oder auch mit diesem Stacheldraht. Ich möchte zwei Kränze übereinander machen. Entschuldigung. Einmal habe ich hier so einen Rebkranz, der ist so fertig, den kann man fertig kaufen. Und einen Römer, ich glaube der Durchmesser von dem Kranz ist 40, der wäre jetzt 30 cm. Einfach Wicklung. Ich denke, viele haben Erfahrung damit, mit Kränzchen wickeln und trotzdem immer wieder gern und beliebt sind einfach Herbstkränze. Und jetzt trocknen die Hortensien auch wirklich wunderschön ein. Ich habe noch so eine Glasschale, die setze ich dann nachher oben drauf. Die stelle ich jetzt kurz zur Seite. Und ich habe jetzt einen Blütenkopf, das sind natürlich Riesenblüten, einen Blütenkopf in dem dunklen und einen Blütenkopf in dem hellrosa. Und ich schaue dann halt, wie mir das reicht und dementsprechend schneide ich das dann auch erst. So, ich fange an. Die Kränzchen bzw. Herzen, die ich jetzt für Insta, ich meine, eins habe ich gepostet, gewickelt habe. Es sind mehrere, die werde ich jetzt demnächst noch zeigen. Die sind bei mir jetzt schon wunderschön eingetrocknet, also es ist traumhaft. Und fertig ist das Gebinde und wie ihr seht, es ist recht üppig geworden und meine Entscheidung ist nun eine andere Deko-Entscheidung, wie das sich ja manchmal in kreativen Köpfen so ergibt, war mir das jetzt einfach zu üppig mit diesem Rebenkranz. Drum zeige ich euch jetzt einfach zwei Modelle und ja, ich habe dann auch schon was besorgt zwischendrin. Wie gut, dass ich schon fleißig sammeln war. Also die kleinen Hagebutten, die gibt es ganz üppig bei uns hier im Wohngebiet. Da bin ich jedes Jahr sehr dankbar dafür. Manchmal verpasse ich den Zeitpunkt, wenn es schon so früh frostig wird, dann sind sie kaputt. Aber dieses Jahr ist es ja einfach traumhaft. Und dann war ich in einem Garten von meiner Nachbarin und durfte diese kleinen süßen Zieräpfelchen schneiden. Und da dekoriere ich jetzt diesen Kranz mit der Pflanze. So, und dafür brauche ich einen anderen Teller. Das ist einmal der weiße. Dann den Rebkranz drauf. Und einfach nochmal einen Untersetzer, damit man die Pflanze ab und an gießen kann. Und das stelle ich jetzt so rein. Drückt es so ein bisschen nach unten. Und die Hagebutten und die
Zipfelchen, die flechte ich jetzt einfach so ein bisschen in den Kranz rein. Das ist voll schön und die sind ganz üppig. Also diese sind die Zieräpfel wirklich voll. Die Bäume hängen voll. Ihr könnt das so einen Rebkranz auch selber machen. Oder einfach gibt es im Gartencenter, Blumenläden, einfach einen kaufen. So, dann die Kerze oben drauf. Ich habe jetzt hier noch so einen Ast von den Zieräpfelchen dran gehangen. Dann machen wir das mal an. Und wenn ihr die Pflanze natürlich nicht gießt, das trocknet auch so ein, das Kraut. Die Mühlenbeke, das wird halt jetzt nicht so ganz toll. Das kann man dann ja entfernen. Bei dem anderen Teller habe ich es mir jetzt auch so überlegt, dass ich einfach die Pflanze unten in Alufolie packe, dass man den Teller nicht versaut. Auch wieder hier ein bisschen die Mitte frei machen. Und ich möchte das Ganze noch ein bisschen mit einem Zierdraht verzieren und den ganzen Busch hier etwas kompakter fassen, dass das so ein bisschen wie ein Kränzchen aussieht. So. Und da kommt jetzt auch ein Glas rein. Da habe ich noch so ein paar Hortensienblüten übrig. Da machen wir noch ein Windlicht und an die Seite die restlichen Hortensienblüten. Anders als gedacht. Komplett anders. So. Jetzt die andere Kerze noch anzünden. Und dann geht es jetzt dem Ende zu. Ich glaube, das war jetzt ein langes Video. War auch nicht so geplant. Aber alles gut. Dann gibt es natürlich das Foto am Anfang, dass ihr es dann direkt seht, wie es aussieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, die Sachen gefallen, dann gebt mir doch einfach ein Like und ein Abo und gerne schaut auf Insta vorbei. Bis dahin, tschüss.